Hallo YouTube, hier nur eine kleine Information von mir, dem Lukas, bei German Kid Tutorial, aber hier kommt erstmal das Intro. Ja, ich habe mein Steam Client hier mal geöffnet und ihr seht quasi gerade auch mein Steam Client und wie ihr seht, ist weder Call of Duty Modern Warfare 2 noch Call of Duty Black Ops installiert. Das liegt nicht daran, dass ich mein Windows neu aufgesetzt habe oder ähnliches, sondern einfach, gut, Call of Duty Black Ops habe ich ja noch nie so viel gespielt, 1 und 21 Stunden bis jetzt, und davon hauptsächlich eigentlich schon Kampftraining, bisschen Bots gepumpt, Highskill-mäßig. Und ja, Call of Duty Modern Warfare 2 habe ich sehr viel gespielt, weil ich das Spiel eigentlich immer sehr cool fand, hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Aber ich habe das ja ziemlich lang nicht mehr gespielt, weil ich eigentlich nur noch Call of Duty 4 Pro Mod Clan Wars gespielt habe. Und habe mir dann gestern Mittag nochmal gedacht, hier machst du mal MW2 an. Was war? Ich habe mich nur aufgeregt. Das heißt nur aufgeregt. Ich habe mich öfters aufgeregt wegen Noobtubern, Gerstner Kimbo, UMP. Kommando, Knife Rusher, Zeugs und allem möglichen. Also ich meine, die meisten, die das Spiel spielen sollten, das ja kennen. Und ja, viele Hackett-Lobbys, viele Hacker, viel so ein Zeug. Und da habe ich ganz ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf. Also habe ich mir jetzt quasi gedacht, ich frage mal nach, wie ihr das denn ganz alle seht mit Modern Warfare 2. Zu Black Ops möchte ich gar nicht wissen, aber wie seht ihr es mit Modern Warfare 2? Ich würde mich freuen, wenn ihr was in die Videokommentare schreiben würdet oder mir einen Videokommentar schicken würdet, also quasi als Antwort, eine Videoantwort schicken würdet mit eurer Meinung dazu. Und ja, ich habe das Video mal hingekriegt in unter 6 Minuten. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Wie gesagt, bitte einmal eure Meinung dazu. Würde mich mal interessieren. Und ich bin damit wieder raus. Der Lukas. Tschüss.